Finde den Weg zu der Halle der Helden. Aber wir sollten zurück zur Halle der Helden. Okay. Tut mir leid, Brax. Clank und ich hatten Schiffsprobleme. Offenbar sind noch ein paar Blark in der Stadt. Wir müssen sie bei der Überprüfung der Gegend übersehen haben. Brax, sieh lieber in der Halle der Helden nach. Nicht, dass sie dort hineingelangt sind. Verstanden. In der Zwischenzeit gibt es einen Freund ganz in deiner Nähe, der dir helfen kann. Ich wollte euch Hell. das Ding bekannt machen, aber die Gelegenheit ist günstig. Finde ihn und bitte ihn, Clank aufzurüsten. Wenn es für die Schutztruppen ist, macht er es vielleicht umsonst. Ja, gut. Ist das der Holokartentyp? Ja, von dem haben wir gehört. Ja, stimmt, man schießt schon schneller, ich merke. Das mit der Feuerrad, was er erzählt hatte. Aber man kann die natürlich auch mit Nahkampf besiegen. Was haben wir denn hier verschlossen? Dietrich benötigt, okay. Man wird hier also auch zum Dieb. Okay. Meister Thief. Komm schon. Nice, 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 nice. Nein, fuck. Ich habe ja vergessen, die explodieren und die machen Schaden. Ich meine, klar, wenn es auf Nahkampf geht, warum soll es nicht auf Nahkampf gehen? Das ist Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen. Guck mich nochmal schnell um. Hier gibt es nichts. Ein Bolt. Ja, Bolt heißen die, ich glaube auf Englisch, ne? Was war das denn? Ein Hit, alles geht kaputt. So, hier waren wir schon, aber das zum Beispiel haben wir übersehen. Boom. Dementsprechend gibt es hier sicherlich noch ein paar andere Sachen, die wir übersehen haben. Oder am Anfang nicht wahrgenommen haben. Da gibt es nichts. Da können wir was aufwerten, brauchen wir erstmal nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir, zumindest habe ich jetzt die Gewissheit, dass hier, glaube ich, nichts mehr ist und können wir weitergehen. Boah, was die Schaden machen. Nein, nein, nein. Da ist Heilung, ich brauche Heilung, Heilung, Heilung. Nein! 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 Kurz bevor ich die Heilung aufgenommen habe. Verrückt. Oh mein Gott. Na gut, jetzt müssen wir den hier nochmal besiegen. Ach guck mal, so geht er schneller als wir mit den Bomben. Nice. Oh mein Gott, die sind stark. Oh, die machen echt Schaden. Boah, boah, die sind stark. Okay, das heißt, die muss ich irgendwie mit anders kennen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall versuche ich die gleich anders zu töten. Gut, vielleicht sollte ich doch ein bisschen die Waffe mehr einsetzen oder auf Distanz, gerade bei den größeren Gegnern, die ein bisschen Damage machen. So, wir haben hier... Oh, das testen wir jetzt mal aus. Schlagverstärkung.
Kriege ich selbst Schaden, wenn ich reingehe? Nein, gut. Oder? So, mal gucken, was die Kugel jetzt tatsächlich macht. Ja, die kriegen halt Schaden, das ist gut. Stirbt ihr Schweine! Ihr Schweine, das gibt's doch nicht! Okay. Jetzt machen die mich langsam böse. So, aber nichtsdestotrotz probieren wir es natürlich weiter. Denn so schnell gehen wir nicht auf. Ja, Stufenaufstieg. Schade Gegnern, um die Waffe Stufe zu erhöhen. Jede neue Stufe öffnet neue Erzausrüstung. Ich habe gesagt, ich nenne das Zeug Erz. Einfach weil ich es kann. Was haben wir hier Schönes? So, wir gehen jetzt alle auf Distanz hier. Ich glaube, es geht los. Diese komischen Hündchen da. Oh, ich habe eine Karte bekommen. Ich weiß jetzt nicht durch was, aber ich habe eine Karte bekommen. Ich hoffe, ich mache Schaden an denen. Ja, ich habe einen gekillt. Oh, ich habe zwei gekillt. Nice. Was haben wir denn hier? Da seht ihr diese Kiste, die hat so ein Lächeln. Das ist... Also beziehungsweise die ganzen Kisten, diese Kisten hier, die haben alle so ein schönes Lächeln. Das finde ich toll. Das ist mir schon bei der ersten Kiste aufgefallen, aber habe es damals vorhin nicht gesagt, weil ja, andere Sachen noch gesagt werden mussten. Stimmt, ich muss ja zur R. Das ist mein Primärziel. Oh, diese Roten sind böse, die kriegen wir als erstes. Warte mal, ich habe da so eine Idee. Ich kann doch auch einfach die ganze Zeit... Oder? Macht doch damit auch Damage. Ja. Schraubenstock ist eben halt noch am besten, ne? Oder Schraubenschlüssel. Ist immer noch eine tolle Waffe. Also spielt sich wirklich super das Spiel. Ich kann es nach wie vor weiterhin empfehlen. Es ist super, super, super. Holt euch Spiels, genießt, werdet glücklich. Und ja, macht Spaß. Da wieder die, die lächelnden Kistchen. Nice, nice. Wieder so ein helikoptermächtigen Typ. Babufis. Also das automatische Zielen ist wirklich hilfreich. Das ist echt gut. Stellt euch das ein. Ja, wie gesagt, falls euch das Spiel gefällt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Ob ihr das Spiel selbst habt. Ob es euch Spaß gemacht hat. Ihr habt es wahrscheinlich schon durchgezockt. Schon lange. Denn ich hole das Spiel nach, weil ich nie dazu gekommen bin, so gesehen. Aber jetzt habe ich mir Zeit genommen, und daraus ein schönes Let's Play zu machen. Sollen wir nun oder sollen wir nicht Romanze am Laufen? Aha. Rauf auf meine Werkbank. Gleich ist alles in Butter. Klang ist voll süß. Die kleine Blechbüchse. Doch, ich mag den. Nur das Sisterboard neu anbringen, den Datenanschluss verbinden und... Tada! Probier's aus. Sieht gut aus, Kumpel.